herzlich willkommen zusammen zu einem neuen LS22-Test und zwar dem Kuh-Test in Verbindung mit Mais Plus. Wir haben hier vier verschiedene Kühe, zwei Fleischkühe, zwei Milchkühe. Wie viel fressen die, wie viel Misch geben die, wie viel Milch produzieren die, wie sehr steigern die sich in ihrem Wert? All diese Informationen werde ich in diesem Video sammeln, auswerten, euch übersichtlich darstellen. Und zum Schluss machen wir dann noch einen Vergleich im Vergleich zu den Original-LS-Kühen. Und da können wir sehen, wie sehr haben sich die Mais-Plus-Kühe verändert. Ja, ganz wichtig ist dabei zu sagen, ich verwende hier die Original-Mais-Plus-Version nicht angepasst, so wie sie direkt aus dem Mod-Hub kommt. Viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt direkt Mitternacht, kurz vor Testbeginn. Und ich wollte noch ein paar Worte zu Mais Plus sagen, weil vielleicht kennt es nicht jeder. Im Allgemeinen verlinke ich euch in der Videobeschreibung ein Video, wo ich Mais Plus grundlegend vorstelle, aber ein paar Stichworte. Mit Mais Plus haben wir hier vier Slider mit vier verschiedenen Futterarten und die werden parallel gefressen. Das heißt, hier muss nach Möglichkeit immer irgendwas drin sein. Es gibt da so ein Giants Bug, dass ab 75% und weniger die Tiere an Gesundheit verlieren. Damit werden sie logischerweise dann auch ein bisschen weniger fressen, Milch produzieren und so weiter. Wie sehr sich das auswirkt, schauen wir uns im Detail an. Ihr seht, ich habe hier 6 Ställe, jede Kuhsorte 3 Mal. Damit gehen wir jetzt ins Rennen. Ich habe hier in den ersten 2 jeweils alle 4 Slider so aufgefüllt, dass mein Trog komplett gefüllt ist. Stroh ist auch voll. In den anderen 2 sieht man jetzt nicht, weil ich das Spiel pausiert habe, aktualisiert es nicht. Aber hier habe ich jetzt das Kraftfutter weggelassen und hier unten Kraft- und Saftfutter. Das heißt, die unteren 2, die dürften eigentlich keine Milch produzieren, weil die unter 70% oder nur 70% an Fressen bekommen. Aber das Hauptsächliche, was wir uns in dem Video anschauen, sind die obersten 2. Rein für die Berechnung, was kostet mich das Futter? Ihr habt hier mal eine Tabelle, was man da pro Slider alles reinfüllen kann. Und das ist eine ordentliche Menge und es ist wurscht, was ich reinfülle. Also die Effektivität ist immer dasselbe. Aber, ja, das eine ist teurer wie das andere. Silage ist teurer wie Heu. Und wenn ich da geschnittene Kartoffel und geschnittene Zuckerrüben in einen Slider reinfüllen kann, das hat auch einen unterschiedlichen Wert. Deshalb für meine Rechnung später werde ich einfach mal mit dem günstigsten rechnen. Aber das jetzt dazu. Der Rest ist soweit alles komplett auf Null. Spiel ist pausiert. Wir setzen das Spiel fort. Der Test geht los. Schauen wir mal, wie viel das die so am ersten Tag verbrauchen. Dann kommt es einmal in unsere Tabelle rein. Mitternacht. Sehr schön. 19 Liter mischt, 40 Liter Gülle und Futter und der Rest müssen wir ausrechnen. Und mal kurz die Pause wieder raus, eigentlich ist sie auch Schwachsinn. Wir sehen, zwischen Holstein und Brown Swiss gibt es keinen Unterschied. Zu den hier. Oh, die haben ein bisschen weniger Gülle produziert. Vom Futter her sehe ich jetzt nicht, sehe ich erst in der Auswertung, weil die natürlich mit weniger Futter gestartet sind insgesamt. Da gibt es auch keinen Unterschied. Bei denen ist dann halt noch mal ein bisschen weniger Gülle. Man sieht auch preislich, die obersten 4 haben keinen Unterschied und die hier unten sind ein bisschen weniger wert. Da ist auch die Gesundheit auf Null, weil die halt einfach unter der 75%-Grenze liegen. Gut, mein Test geht weiter und wir sehen dann die Ergebnisse in der Tabelle. 12 Monate sind an dieser Stelle vorbei und ich habe mal einen kleinen Zwischenstand für euch. Ihr seht hier, wie viel Futter das die schon verbraucht haben, wie viel Gülle und Misch produziert. Und ich kann euch sagen, die Produktion von Gülle und Misch sowie die Wertentwicklung der Tiere ist genau 1:1 wie ohne Mais Plus. Da gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt bei keinem Monat einen Unterschied.
Wir sehen hier zwischen den Holstein und Brown Swiss einen Preisunterschied, aber das liegt daran, dass ich die eine Sekunde vor Mitternacht und die eine Sekunde nach Mitternacht gekauft hatte. Das heißt, monatlich sind die hier schon einen Monat älter und deshalb ein bisschen mehr wert. Aber ansonsten auch zwischen den zwei Rassen hier dieselbe Fressen, jeweils immer alles gleich. Einziger Unterschied ist, zu ohne Mais plus bisher, sie fressen mehr und sie brauchen mehr Stroh. Und der Unterschied zwischen denen, die alles bekommen, die kein Kraftfutter bekommen, ist auch nur die Produktion von Gülle und Mischt. Ist da etwas reduziert. 28 Monate sind vorbei. Unser Test wäre an der Stelle quasi durch. Und wir können uns das Ganze mal anschauen. Was wir hier so an Mischgülle produziert haben, ist exakt 1:1 zu ohne Mais plus. Die wesentlichen Unterschiede sind einfach der Futterverbrauch, die Milchleistung. Ja, das sind so die zwei wesentlichen Unterschiede, die es hier gibt, plus Strohverbrauch. Und Milchleistung unterscheidet sich jetzt sogar hier zwischen Brown Swiss und Holstein. Klar, das Futter jetzt auch ein bisschen, aber es liegt einfach daran, dass die Brown Swiss hier einen Monat älter sind und hier dann auch schon einen Monat früher Nachwuchs bekommen haben. Seht ihr ja, 28, 27, die stehen jetzt kurz vorm Umsprung, also werden heute 28 quasi. Genau, das ist dem so ein bisschen geschuldet. Aber die geben halt schon deutlich weniger Milch. Warum? Sehen wir gleich in der Auswertung. Dann haben wir hier unten ja einmal die Vergleichstiere, die jetzt 10% weniger Futter bekommen haben. Die haben, kann ich jetzt schon mal sagen, exakt dasselbe gefressen. Hat er vorher schon gesagt, die haben ein bisschen weniger Gülle und ein bisschen weniger Misch produziert. Und wir sehen ja auch hier jetzt, dass die ein bisschen weniger Milch produzieren. Das trifft auch hier für die Holstein zu. 2925 zu 2949. Da ist der Unterschied nicht so krass wie hier. Warum auch immer. Und die hier unten, ja, da ist die Gesundheit absolut schlecht. Aber Milch geben sie trotzdem etwas. Das ist natürlich aber auch sagen, das ist schon prozentual ein ordentlicher. Ja, vor allem im Vergleich zu denen, die alles bekommen. 2900 zu 2275 Liter ist deutlich weniger. Ich würde sagen, wir springen in die Auswertung und schauen uns das Ganze mal an. Kommen wir zur Auswertung der Milchkühe, also Holstein und Brown Swiss. Kaufpreis 200 Euro und wir haben hier in der Tabelle wirklich alles drin. Monatlich Milchproduktion habe ich hier aufgeteilt zwischen Brown Swiss und Holstein, denn da gibt es Unterschiede. Futterverbrauch, Strohverbrauch, die Gesamtwerte sind hier immer so ein bisschen heller dargestellt. Gülle mischt, was ist mein Tier wert? Und dann natürlich, was habe ich so an Einnahmen über Misch, Gülle, Milch? Was habe ich so für Kosten? Und was bleibt da dann an Gewinn übrig? Also Tierwert, Kosten, Einnahmen verrechnet. Bei den Kosten habe ich angenommen für TMR, dass 1000 Liter 148 Euro kosten. Normalerweise, wenn ich sage, ich lasse Mineralfutter weg, könnte ich auf Schwierigkeitsgrad schwer aus Silage, Heu und Zuckerrübenschnitzel für 87 Euro die 1000 Liter mein TMR herstellen. Jetzt ist jedoch so, Mineralfutter kosten 1000 Liter 1000 Euro. Das ist brutal teuer. Man kann sogar Raps nehmen. Raps als Alternative für Mineralfutter ist günstiger. Das sind wir irgendwo bei 600 Euro, aber ist trotzdem so prozentual gesehen ein riesen Berg. Und wenn ich das umrechne, so 600 Euro zu 870 Euro, was meine anderen Sachen wert sind, was ich da prozentual alles reinfüllen müsste, dann haben wir da schon über 30% von den Gesamtkosten,
die unsere letzten 10% unser Mineralanteil im Futter ausmachen. Das heißt, wenn ich die 10% einsparen möchte für Leute, die sehr, sehr effektiv arbeiten möchten, ja, wohlgemerkt, bei Mais Plus geht es ja darum, den Tieren ein schönes Leben zu geben, die Tiere ausgewogen zu ernähren. Wer aber dennoch effizient sein möchte, der hätte die Möglichkeit, die letzten 10% eventuell wegzulassen. Das sehen wir dann gleich noch. Ich habe dazu einmal hier unten nochmal eine zweite Einnahmenkosten-Gewinnspalte, Zeilen erstellt. Und ihr seht halt hier, unsere Kosten sind dann halt hier im unteren Bereich niedriger und unser Gewinn ist etwas höher. Zum Beispiel nach 12 Monaten haben wir hier schon 190 Euro mehr Gewinn kumuliert. Das ist schon einiges. Wenn wir dann weiter schauen, sehen wir, dass hier mit dem 13. Monat es losgeht, dass die beide Milch geben. Brown Swiss etwas weniger wie die Holstein. Ansonsten entwickeln sie sich alle gleich weiter. Mit dem 19. Monat geht es dann mit der Reproduktion los, da geben sie Nachwuchs. Wir sehen hier das Doppelte an Milch bei Holstein. Und dann geht es hier weiter bis zum 24. Monat. Also es ist dann nicht mehr das Doppelte genau, aber es ist trotzdem noch deutlich mehr, was die Holstein hier an Milch geben. Beim 24. Monat hätten wir, wir sehen es mal hier an Kosten. Kosten kumuliert von Anfang an, wenn wir einmal die letzten 10% für Mineralfutter weglassen, von nur 910 Euro. Und wenn wir das dazu füttern, von 1433 Euro. Denn ihr seht, die haben bis dahin 8500 Liter gefressen. Wenn wir dann weiterschauen, ich habe bis zu 34 Monate getestet, kommt dann hier der Nachwuchs und ab hier 27. 28. Monat ist dann auch so, dass die nicht mehr fressen. Also sie fressen sogar ab dem 23. Monat schon ihr Maximum von 650 Liter monatlich. Und hier ist dann aber auch das Milchmaximum erreicht. Das Preismaximum ist auch schon bei 24 Monaten erreicht. Produktion an Stroh, an Mischt und Gülle ist schon vorher erreicht. Verbrauch von Stroh ist hier auch erreicht. Also hier ändert sich dann nichts mehr. Hier ist eigentlich nur noch, sie geben fleißig Milch, Milch, Milch und Milch. So, und jetzt können wir das Ganze grafisch noch uns anschauen. Das wird vielleicht damit für den einen oder anderen ein bisschen verständlicher. Die Milchproduktion ist jetzt hier anhand der Holstein. Die geht hier ab 12. Monat Anfang los. Zuerst zu leicht und dann eigentlich linear hier hoch bis zu 300 Liter und da bleibt sie dann. Bei den Brown Swiss ist es dasselbe, nur dass wir halt hier enden. Also wir gehen einfach so bis hierhin hoch und dann hier weiter rüber. Futterverbrauch ist bei beiden gleich. Fängt hier an, ist zunächst linear steigend und ab hier wird es dann ein bisschen mehr. Wir sind dann aber hier oben bei 650 gedeckelt. Strohverbrauch sieht sehr, sehr ähnlich aus von den Knickpunkten her. Dann haben wir noch die Produktion von Gülle und Mischt und dem Tierwert. Das ist einfach linear von unten an bis zum 20. Monat etwa. Und da sind wir dann jeweils immer konstant, beziehungsweise Tierwert erst später ab dem 24. Aber da ändert sich nichts sonderlich groß. So, und dann habe ich hier noch einmal die ganzen Einnahmen. Die gehen zunächst mal hier parabolisch hoch und dann gehen wir hier irgendwo am 20. Monat in linearen Bereich über. Das dann halt einfach hier noch linear. Da passiert nichts mehr groß. Von den Kosten her ist auch parabolisch bis hierhin und dann sind wir da linear. Und wenn wir das Ganze am Gewinn anschauen, da ist es auch so, zuerst mal so sehr, sehr flach. Also wenn ich mir hier eine Kuh kaufe, sollte ich auf alle Fälle bis hier behalten, weil da passiert einfach so gut wie gar nichts.
Erst hier geht es dann so richtig los. Linearer Bereich ziemlich steil bis hierhin. Das ist so der 24. Monat, da habe ich dann Knick. Da steigt es zwar weiterhin, aber die Kurve wird flacher. Kurve wird flacher heißt, mein monatlicher Zugewinn ist jetzt weniger geworden. Der optimale Verkaufszeitpunkt wäre hier genau der Knickpunkt, wo ich nicht mehr ganz so steil ansteige, sondern ein bisschen flacher werde. Ist natürlich die Frage, wer möchte Nachwuchs? Wer Nachwuchs möchte, der muss ein bisschen länger warten. Ihr seht es mit dem Gewinn auch nochmal hier. Wenn wir jetzt mal den unteren Bereich oder wir können auch den oberen Bereich hier nehmen. Wir haben von hier nach hier einen Zugewinn von, sag mal ganz grob, 170. Da zwischen den zweien sind wir auch wieder, sogar ein bisschen über 170. Von hier nach hier sind wir auch wieder so bei 170 rum. Und wenn wir dann weitergehen, von hier nach hier, sind wir auf einmal nur noch bei 120. Der Zugewinn nimmt also ab. Weil wir nicht noch mehr Milch aus dem Tier rausbekommen. Es lohnt sich aber trotzdem, die Kühe weiter zu behalten, denn wir haben ja trotzdem einen weiteren monatlichen Zugewinn, Einnahmen von den Tieren. Wir bekommen ja sogar dann hier Nachwuchs und es steigt einfach immer weiter an. Wenn wir das ganz genau und effizient haben möchten und wirklich das Optimum rausholen möchten, dann müssten wir Tiere zukaufen hier im Bereich 16, 17, 18 Monaten. Dann haben wir hier den starken monatlichen Zugewinn und dann hier oben bei 24, 25 Monaten wieder verkaufen. Einfach so den steilsten Teil hier mitnehmen. Das wäre so das absolute Optimum. Aber im Endeffekt, ihr seht, wir haben jeden Monat so ein bisschen Zugewinn, also es lohnt sich im Endeffekt über die ganze Kurve. Und ja, das, was ich jetzt hier an TMR-Preis eingerechnet habe, ist ja, wie wenn ich mein Raps, meine Silage, was ich habe, selber produziere, auf dem Markt verkaufen würde. Das, was ich dafür bekomme, habe ich ja als Kosten angesetzt. So, da ist ja auch immer so ein bisschen ein Gewinn schon mit dabei. Wenn ich das jetzt selber produziere, sind ja meine Produktionskosten der Silage, des Rapses und so weiter und so fort lang nicht so hoch wie das, was ich tatsächlich am Markt dafür bekomme. Das heißt, wenn ich das in die Kühe reinstecke, selbst wenn ich da dann irgendwelches Luzernenzeugs zukaufe, was ein bisschen teurer ist oder so, bin ich trotzdem noch im Grünbereich und habe Gewinn. Also, dass ich die Kühe hier irgendwie ins Minus drücken könnte, es würde bestimmt gehen, wenn ich wirklich komplett die Palette, was man da alles füttern könnte, 20 verschiedene Sachen nehmen und da wirklich alles einkaufen, wirklich alles reinpacken. Von Mineralfutter bis Luzernenheu, Luzernensilage, von allem ein bisschen was. Denn dann habe ich erstmals richtig hohe Transportkosten, weil ich das ganze Zeugs irgendwo herholen muss. Ich brauche viel Zeit, um das zu mischen. Und das kostet natürlich auch einiges. Da denke ich, bin ich dann irgendwo so knapp plus minus null. Aber ich kann mir eh nicht vorstellen, dass jemand hergeht und sich das einfach alles kauft. Das Beste ist eh alles selber herzustellen und dann ist alles passend. Abschließend habe ich dann auch noch den Futterverbrauch der Milchkühe ohne und mit Mais Plus verglichen. Ohne Mais Plus wäre hier einmal die rote Kurve und mit Mais Plus hier die blaue. Wir sehen, wir brauchen monatlich immer mehr über einen kompletten Lebenszyklus. Was auch sicherlich sehr interessant ist, ist die Milchproduktion. Da sehen wir, das ist ein bisschen anders. Da steigen wir ohne Mais Plus direkt steil an und bleiben dann auf einem konstanten Wert. Und mit Mais Plus steigen wir langsam an, sind dann aber schon relativ schnell drüber und sind dann auch konstant drüber, also beim Doppelten.
Das ist natürlich ein Zusatzgewinn, der hier reinkommt. Dinge wie Mischt, Gülle, die sind ja eh 1:1, da hat sich nichts verändert. Das Einzige, was sich noch ein bisschen verändert hat, ist Stroh. Und dann kommen wir hier zu einer Gesamtübersicht und wir sehen hier den Gewinn mit und ohne Mais Plus. Rot einmal wieder ohne Mais Plus und blau mit Mais Plus. Ja, da ist die Kurve von Mais Plus schon etwas unterhalb, aber wir sehen es so relativ gleich und so groß ist der Unterschied hier oben jetzt auch nicht. Je nachdem, wenn wir dann noch ein bisschen günstiger füttern können, dann kommen wir schon sehr nah hier oben ran. Bevor wir jetzt mit der Rindermast weitermachen, noch zwei wichtige Dinge, die ich nochmal hervorheben möchte. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe vielleicht, aber jetzt nochmal, damit es auch einmal klar wird. Ihr seht hier, die Brown Swiss, die geben deutlich weniger Milch wie die Holstein. Was heißt deutlich? 33%. Aber es ist trotzdem eine ordentliche Menge und aus diesem Grund lohnt es sich aus meiner Sicht nicht, Brown Swiss zu halten, weil einfach die Holstein deutlich mehr Milch geben. Dann hier unten zu meinen Gewinnvarianten, wo ich zwei aufgezeigt habe, wo ich einmal TMR weglasse und einmal oder Mineralfutter im TMR weglasse und einmal nicht. Da habe ich dann, wie ihr seht, 3.000 und hier 4.000 Gewinn bis zum 34. Monat, was einen Unterschied von 25% ausmacht, rein am Gewinn. Also es lohnt sich definitiv, falls das einer von euch machen möchte. Ist natürlich nicht mehr ganz so realistisch. Und der einzige Einbußen, den man halt hat, sind 10% weniger Milch. Das habe ich jetzt hier nicht extra in der Tabelle drin, aber sind einfach 10% weniger Milch, was die Kühe geben. Und das war's. Zwischendurch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr vorhabt, den Season Pass 2 von Giants zu kaufen oder irgendeinen Teil davon oder habt den LS noch gar nicht, ihr möchtet irgendeinen DLC, was es bisher vom LS gab, kaufen. Ich habe ziemlich viel getestet. Es gibt zu allem irgendein Video auf meinem Kanal. Schaut euch das gerne an. Und wenn ihr eh vorhabt, es zu kaufen, dann nutzt gerne in der Videobeschreibung meine Links. In Discord sind sie auch nochmal verlinkt. Damit würdet ihr quasi meine Giants-Partnerschaft unterstützen. Und ich bekomme vielleicht bald zusätzliche Bonis freigeschalten und kann euch dann damit einen Mehrwert bieten. Kommen wir zu Teil 2 unseres Tests. Und zwar dem Test der Rinder oder auch Fleischkühe genannt. Können die uns im Stall mal anschauen. Sind aktuell 92 wert, ist alles hier wieder auf Ursprung rückgesetzt. Selbes Szenario wie gerade eben, nur halt stattdessen mit Angus und Limousin. Ich würde sagen, wir starten damit los. So, wir wären bei der Rindermast jetzt bei 32 Monate und ich zeige euch mal kurz das Endergebnis hier. Die Tiere sind 3.333 wert. Egal welche Rasse und egal wie wir die gefüttert haben, also ob da jetzt Kraftfutter dabei war oder nicht. Reines Kraftfutter hat keinen Unterschied gemacht in Sachen Wert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist so die Gülle. Wir haben hier so 10% weniger Gülle und auch bei Misch kann ich sagen, sind es 10% weniger. Ist ja klar, sie haben ja auch 10% weniger zu fressen bekommen. Wenn man darauf verzichten kann, denke ich, ist es ein ganz guter Mittelwert, zu sagen, hier, ich habe noch ein bisschen mehr Wertsteigerung. Die dann halt auch kein Saftfutter mehr bekommen haben, bei denen kann man es halt komplett vergessen, die sind preislich unter der Hälfte. Genau, soweit zur Übersicht mal, dann würde ich sagen, springen wir auch hier ab in die Auswertung. Kommen wir zur Auswertung der Rindermast. Auch hier die Tabelle wieder gleich aufgebaut wie vorher. Ich habe dann auch hier nochmal eine zweite Einnahmen, Kosten kumuliert, Gewinnzeilen-Dings eingefügt. Quasi, wenn wir sagen, okay, wir lassen das Mineralfutter weg.
weil es halt einfach so der teuerste Part in unserem Gesamtfutter ist. An der Stelle vielleicht auch nochmal zur Erläuterung. Ja, der ein oder andere sagt vielleicht, ah, warum lässt du nicht den zweiten Slider mit den 10%, mit den 20% weg? Könnte man auch machen, ja? Sparen wir uns 20%, aber da wird man sicherlich auch bei den Milchkühen 20% weniger Milch kriegen. Und wir werden sicherlich auch nicht nur die 20% weniger Milch bekommen, sondern nicht so viel einsparen, weil die 20% Zuckerrübenschnitzel sind einfach nicht so viel wert. Und wenn wir dann 30% einsparen wollen, haben wir ja schon vorher im Test gesehen, dann sparen wir zu viel ein, dann ist der Wert und die Milchproduktion total im Eimer. Also mehr wie 10% gehen nicht. Gut, fangen wir hier an. Ja, was konnte ich feststellen? Fleischkühe, also Rindermast versus Milchvieh, was hat sich da geändert? Nicht wirklich viel, also Gülle mischt, war immer 1:1. Futterverbrauch, 1:1. Strohverbrauch, 1:1. Das Einzige, was sich hier wirklich geändert hat, ist so der Tierwert. Der folgt einer anderen Logik. Aber der Tierwert ist im Endeffekt auch 1:1 wie ohne Mais Plus. Das heißt, so viele Unterschiede habe ich hier gar nicht drin. Aber es macht trotzdem Auswirkungen. Schauen wir uns das Ganze mal Richtung Ende hin an. Wir sind hier so ab dem 23., 24. Monat dann mit allem so stabil. Futterverbrauch, Strohverbrauch, Mischt, Gülle und so weiter. Und wenn wir uns den Wert hier anschauen, also die fressen halt hier schon ordentlich, aber der Wertzuwachs wird hier weniger. Das ist wie ohne Mais Plus. Dann sehen wir hier gewinntechnisch, wir erreichen hier einen Peak im 24. Monat und es ist gleich, ob ich jetzt mit Mineralfutter oder ohne Mineralfutter, also in meinem Fall habe ich es ja mit Raps gerechnet, das Ganze mache. Hier haben wir einen Peak und danach sinkt unser Gewinn. Und zwar schon deutlich. Wir wissen ja, ein Rind, ein Kälbchen kostet 300 Euro frisch geboren. Hier ist unser Top. 300 weniger wären 1549. Hier kommt der Nachwuchs. Das heißt, es lohnt sich trotzdem noch, die Tiere weiterzuhalten, bis sie Nachwuchs haben, da unser eigens produzierter Nachwuchs dann günstiger ist, wie wenn wir das wieder von neuem einkaufen. Aber rein optimal gesehen wäre hier der Verkaufszeitpunkt. Das Ganze sehen wir auch ganz gut anhand der Grafiken. Ich denke, die brauche ich jetzt nicht groß erklären. Ich zeige sie einfach mal der Vollständigkeit halber, jetzt zumindest die ersten 6. Hier die nächsten 3. Ja, wenn hier mal so ein kleiner Zacken drin ist, dann gab es da irgendeinen kleinen Fehler in den Daten. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Kann ich am Rande jetzt auch noch einmal erwähnen. Teilweise musste ich Sequenzen aus dem Test wiederholen, weil es plötzlich passiert ist, mittendrin, dass ich einen Monat hatte, wo die 500 Liter mehr gefressen haben wie Monate vor. Und danach wieder normal weiter. Also da gibt es wohl irgendeinen Bug, der kommt selten vor. Also der kam vielleicht so alle 2 Jahre mal vor. Aber er kam vor und wenn sowas im minimalen Bereich hin und wieder vorkommt, passieren halt auch solche Dinge. Und Fehler sind halt auch menschlich. So, kommen wir zu den letzten Grafiken. Einnahmen und Kosten sollten auch gleich sein. Das Interessante ist hier der Gewinn. So, der beginnt ziemlich bei 0, steigt hier an. Man sieht aber schon, der wird von Anfang an immer flacher, flacher, flacher. Wir haben dann hier beim 24. Monat das Top und dann geht er runter. Das heißt, wirklich hier der optimale Zeitpunkt wäre, die einzukaufen mit 0 Monaten, zu halten bis zum 24. direkt wieder verkaufen. Ja, wenn man Nachwuchs mitnimmt, kann man die tatsächlich, wie wir gerade oben gesehen haben, auch noch bis zum 27., 28. halten. Aber dann müssen direkt die alten weg und können die neuen rein.
Damit hat man quasi pro Tier nochmal über den gesamten Zyklus, über 27, 28 Monate, 100 Euro mehr. Aber 100 Euro über 27, 28 Monate, das ist halt auch nicht so viel pro Tier. Abschließend können wir dann unseren Gewinn noch vergleichen mit M+, ohne M+. Hier einmal das rote wäre ohne M+, Standard Vanilla LS. Und das blaue wäre mit Mais Plus, einfach die Rindermast. Ihr seht hier, unser Gewinn ist mit Mais Plus niedriger, weil wir halt einfach höherwertigeres Futter brauchen. Wobei, ja, das Futter halt auch etwas teurer ist. Wir müssen halt auch noch mit berücksichtigen, ich habe die TMR-Mischung ohne Mais Plus so gemacht, dass ich da halt so einen Hauch von Mineralfutter rein habe. Hier mit Mais Plus brauchen wir ja 10% Mineralfutter. Irgendeine Alternative, Raps, Soja oder sowas in der Art. Das macht halt hier auch einen großen Unterschied. Und dann haben wir hier noch Gewinn verglichen. Rein Mais Plus, Milchkühe zu Fleischkühe. Das rote Milchkühe, das blaue die Fleischkühe. Und ja, wir sehen hier so im Bereich von 24, 25 Monaten, wenn wir das Tier über den Zeitraum halten, haben wir bis dahin denselben Gewinn. Ab da haben wir halt einen höheren Einsatz an Futter bei der Rindermast. Und bei den Milchkühen haben wir keinen wesentlich höheren Futtereinsatz mehr. Dort kommt aber gleichbleibend noch viel Milch raus. Deshalb kriegen wir hier deutlich mehr im Endeffekt raus. Je länger, das wird die natürlich halten. Ich denke, da waren einige wichtige Erkenntnisse dabei. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Dann lasst dem Video einen Daumen hoch da und dann dürft ihr euch aufs nächste Testvideo Schweine freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.